Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia für die PlayStation 3. Im letzten Part, na, da kommen wir tatsächlich nicht hoch. Haben wir die Lacketim-Höhenstraße betreten und ja. Na, nicht mal. Und wow. What the fuck? Elise? Ja. Und Gott, jetzt habe ich völlig den Faden durch die Attacke verloren. Und jedenfalls will ich mich hier jetzt noch kurz ein bisschen umschauen, weil ich das ganze Zeug hier noch nicht eingesammelt habe und so. Ja, jetzt ist aber gut. Wieso zum... Egal. Ich habe mich hier noch nicht komplett umgeschaut und das möchte ich gern tun. Yeah. Ach, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ich habe mich hier noch nicht gut genug umgeschaut. Und das möchte ich jetzt gern nachholen. So. Gut. Jetzt habe ich erstmal den Rand abgesucht. Jetzt ist aber noch diese ganze scheiße Mitte hier offen. Wo ja auch noch sonst da was an diesen ganzen Steinen hier hängen könnte. Oder an diesen Gebüschen. Zum Beispiel hier hängt noch was. Hallo. Wow. Der Dodge. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Nein. Ich will das doch nicht. Geht doch alle weg von mir. Ich will euch doch auch gar nichts tun. Your back hurts? Want me to give you a little therapeutic massage? Oh, that's very generous of you. Don't coddle the elderly kid. It never ends well. But he's in pain. I am grateful for the sentiment, Jude. But I worry that your hands might not be strong enough. Perhaps a massage from a nubile young woman would be more effective. You mean me? If I had the four, I'd have Ifrit bathe your back in flame to increase blood flow. Then have Gnome send tremors up and down your spine. That would clear it right up. But I suppose I could still do most of that with my own arts. Go ahead. Show me where it hurts. Oh, I'm fine, really. Aches and pains are old friends to a man my age. Let's be moving on then. Huh? You don't want the massage? See what I mean? Yeah. No more coddling. Well. Are you ladies feeling well? Anyone need a break? I'm okay. You sure are friendly. I thought mercenaries were supposed to be gruff and scary. That's just a stereotype. Although there certainly are a few like that. A true pro uses good manners and a kind demeanor to compensate for the job's shadier aspects. Huh. I guess Elvin would be even worse if he was rude as well as devious. I suppose. Man, you really are cool if you can let comments like that roll off your back, little buddy. Right? Sass from stuffed animals, cheeky teenagers calling me little buddy. Nope, don't care one bit. Hier vielleicht noch ein Schatz? Nein. Nichts. Gut, dann geht's jetzt weiter. Die Lacketim-Höhenstraße scheint ja noch mehr Gebiete zu haben. Nämlich den was mittlerer Bereich. Um Himmels Willen, wie groß ist denn das hier noch? Oh Gott. Das ist erstmal nur mal ein Riesengebiet, was doppelt so groß ist. Ja, nicht ganz, ich weiß. Und dann geht es da um noch weiter. Ach, man. I've never traveled this deep into Azul before. Nor I. And Rashagal, very little is known about the interior regions of Azul.
Well, if anyone has any questions, fire away. I've actually come here a number of times. Because you have a girl in Azul? I came for work, mind you. Work. But sure, I may have met a few girls over the course of my duties. Not the most emphatic denial. Okay. Weiter geht's. Ich muss sagen, diese Maps hier finde ich anstrengend. Ich erkläre gleich, was genau ich meine. Aber erstmal kommt die Brieftaube wieder. I've seen him using that bird to send letters before. To a woman, apparently. Sorry, folks, I'll be done in a jiff. Everyone, take five. Hey, Mila. You gave something to Ivor a while back. Was it the thing you swiped from the laboratory? Yes, it was the Spyrex used to operate the Lance of Kresnik. That little thing? But shouldn't you keep it with you? No. In fact, it would be dangerous to get anywhere near the Lance of Kresnik with that Spyrex in hand. Oh, well, you know better than me. There is a problem, however. The channeling circle that bound and captured the Four. I believe it was generated by that Spyrex. I will need to generate a channeling circle of equal power to release them. In other words, you'll need that Spyrex to save the Four Great Spirits. I may need the Four's power to destroy the Lance of Kresnik, too. The real question, then, is when should I retrieve the key from Ivor? Hey, does that mean you can also use Spyrex to cast arts? It's not just for the Lance of Kresnik? What's the simplest way to explain this? Remember the street lamps in Fenmont? People light them with spirit arts. It's a simple parlor trick. Even a child could do it. But what happens if more powerful spirit arts are required? Those require a powerful caster. Someone with a mana lobe of sufficient capacity. The greater the capacity, the more mana can be produced when using arts. That capacity is determined at birth. It's immutable. Precisely. That's one of the laws of Rhizomaxia. But a Spyrex doesn't rely on the caster at all. A caster wielding a Spyrex can power anything, from a tiny streetlight to a gigantic object like the Lance of Kresnik. Mana capacity ceases to be a limitation. But that sounds really handy. It is handy, and that's precisely why it's so dangerous. With the Spyrex, anyone can wield arts potent enough to capture the Four. And anyone can use that power to kill others. Just as they plan to do with the Lance of Kresnik. Anyhow, we should get going. She's right about one thing. Weapons like the Lance of Kresnik must be destroyed. But is Spyrex itself really such a bad thing? You seem to know a lot about golems. What was that you said about Earth spirits? Golems are artificial constructs created by the Rashagol army through Earth spirit channeling. They can only work within particular spirit climes, but they're very powerful. Impressive. Isn't she smart? Although she did just hear all that from Rowan. So she's just the conductor's parrot. Elise learns spirit arts through intuition alone, so she hasn't made a proper study of the subject. However, once she learns something, her ability to recall it is quite impressive. I learned a lot of other things, too. Like Fenmon is protected to the north and south by golems, and the Fezabel Marsh. It's an impregnable defense. Impregnable, huh? Can you tell me what that means? Well... Perhaps it's time we expand our lessons beyond just spirit arts. Gott, wie viele von den Dingern kommen denn hier jetzt? Hey, Mila? Are you really Maxwell? I am. Had I not mentioned that yet? Ah, she isn't human! Run away!
Having seen the strength of Mila's resolve, I have no trouble believing that to be true. So how come you look so normal? I have taken physical form by using the elements within a human body as a catalyst. Though it has proven to be an irksome vessel with many limitations. So Mila is Maxwell in a human body. Well, it doesn't change who she is, right? Let's leave it at that. It's still a little scary. But haven't you always known Mila to be scary when she's angry about something? I guess that's true. Are they afraid of me? Or is that a sign of respect? Well, I suppose either will do. Ah, noch mehr. It's a pain, but I better try to bang out a letter. Let's see. Look, Alvin's writing another letter. My dearest, now that the interseasonals have blown their last, and the spirit climb has settled, my thoughts stray to you and your well-being. He's so formal. He's gotta be writing to a woman. That reminds me, Jude. How come you didn't answer any of the letters I sent to you in Fenmont? I didn't know what I was supposed to say. You only ever talked about yourself. Also, your penmanship could use some work. I can't believe you! You blow me off and still have the nerve to complain! But I could barely even decipher them. You yank the pen so hard it tears the paper. Well, maybe I'll just copy you. Your cutesy little bubble letters are straight from a little girl's diary. What? Guys aren't allowed to write neatly? That's sexist. I'm not being sexist! That's exactly how it looks! Then you've proven my point. You are sexist. I'll never run out of things to write about with these people around. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt einen halben Part mit sowas verbracht. Ja, jetzt muss ich mich aber trotzdem noch auf dieser Map hier umschauen. Ich mache das jetzt mal schnell. Heißt, ich werde jetzt hier auf jeden Fall nicht jeden Kampf mitnehmen. Wahrscheinlich sogar kaum einen. Ich mache das jetzt schnell. Also, erstmal muss ich mich am Ohr jucken, so. Das hat natürlich negative Auswirkungen auf das Headset. Dann nehme ich den Stinktierkampf hier mit. Genau, den. Ah. Komm her, komm her. Ja, ja, du auch, du auch, du auch, du auch. Kommt einfach alle her. Bäff, bäff. Na, jetzt wird's aber aggressiv hier. Jetzt wird's aber provokant hier, das wollte ich sagen. Dankeschön. Wie lange wirkt mein Essen noch? 2 Kämpfe lang. Okay, dann kriege ich erstmal in das Loch. Mit einer Truhe. Mysteriöses Juwel. Wonderful. Ich weiß nach wie vor nicht, was die bringen, aber ich weiß, dass man die irgendwie sammeln soll. Also für Bonus-Content. Ne, keine Ahnung, was er sich irgendwie. Aber dich nehme ich mit. Jetzt will ich mal eben gucken, wie lange denn der Bart schon ist. 13 Minuten schon. Und das allein durch Gespräche jetzt eigentlich. Fucking hell. So, da muss ich kurz mal aufgrund meiner Allergie niesen. Daher diese Geräusche hier. Die sind dadurch gekommen, dass ich das Mikrofon gemutet habe. So, noch ein Kampf, richtig? Richtig. Ich sehe hier irgendwas. Nee. So, hier ist eine Truhe. Dann gehe ich einmal kurz hier außenrum. Okay. Mal hier ran schauen, nix. Den Sack mitnehmen. Rabenschwarze Federn, das ist immer gut, das ist immer gut. Hier ist wieder so eine komische Höhle. Und den wir jetzt schon ein ganzes Paar gesehen haben. Gespräch. Stay on guard. The enemy could be all around us. Yes, ma'am. How about we take a break? Would anyone care for tea? This is hardly the time for tea. Whatever do you mean? Here, I've steeped some of my finest blend. Well, a moment's rest then. But stay vigilant. This is good! It tastes like sunshine! It's wonderful. Not just the flavor, but the aroma too. It's my own special mix. The aroma comes from dried fruit peels. That's peculiar.
After just one cup, I feel completely energized. I'm better than ever! Such is the magic of good tea and idle conversation. Was du nicht sagst. So, Kampfverbündeter, gut. Ja. Dann machen wir jetzt hier wenigstens eine schöne Serie. Oh wow, ich hab's einfach verkackt. Ach man. So, ich möchte den Kampf jetzt einfach möglichst schnell hinter mich bringen. Gern. Bitte, danke. So, du lebst auch noch 3 Stück noch, Alter. Dieses Kampfverbündeter ist echt anstrengend. Muss ich mal so ehrlich geschehen, das kann echt anstrengend sein. Boah, die Dinge halten auch noch ultra viel aus gerade. Nur noch, und dann lebt glaube ich nur noch einer, um den sich aber gerade bestimmt die anderen nicht kümmern. Gut. Dann machen wir das halt. Da ist ja noch einer, ach du Scheiße. Nee, das wird ja immer witziger hier. So, jetzt dürfte ich richtig kein Essen mehr aktiv haben. Was snacken wir uns jetzt? Gemüsedinger? Nee. Halt eine Erfahrung. Ja, her mit dem Natronreis. Mit dem mittelgroßen Natronreis. Okay. So, mit dem Süden sind wir erstmal fertig. Jetzt geht's auf in Richtung Norden. Oder welche Richtung auch immer das ist. Oh shit. Gerne, gerne. Okay, also diese Dinger möchte ich meiden. Weil die einfach nur ultra viel aushalten. Und ich hab darauf keinen Bock. Da sind mir diese Polywiggles, diese Viecher hier, schon deutlich lieber. Ist es nur einer? Okay, ich sehe 2, ich sehe 3, alles klar. Sind die verspätet gespawnt oder bin ich einfach nur so gelaufen, dass sie einfach... Keine Ahnung. Sogar noch so ein Vieh, ne? Mann, Mann, Mann. Okay, hier auf der Plattform scheint sonst nichts weiter zu sein. Doch. Doch, 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 doch. Doch, doch. Ah. Hier ist schon wieder so eine Höhle, wo nichts drin ist. Hier ist ein Ivory Chart. Fertigkeiten. Fertigkeitsbuch Seelenteil? Moment, ein Buch, mit dem die Gruppe Zugang zur Fertigkeit Erfahrungsbeteiligung erhält? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Erhalte Bonuserfahrung, ohne im Kampf teilzuhaben. Warum auch nicht? Ich muss sowieso hier mal ganz kurz irgendwas wegmachen. Reduktion, das kann weg. Geschicklichkeit muss nämlich hin. Und dann... Ach komm schon, kurzer Gewinn. Weg. Okay. Huch, du hast ja auch noch... Wieso hast du noch 7 Punkte? Hä? Wieso hast du noch 7 Punkte? Stimmt, die habe ich aufgespart. Ich erinnere mich. Ha. Witzig. Dann mach ich einen Windschutz noch rein, ne? Oh ja. So. Das ist natürlich gar nicht mal so unpraktisch. Hier, komm mal her, Gegner. Ja, deswegen, meine lieben Kinder, sollte man immer schön die Ivory Chests suchen und sammeln. Und da fällt mir schon wieder ein, dass ich mal wieder gucken sollte, wo sich die befinden. Nicht, dass ich noch welche vergessen habe oder so.
Okay. So, und dann habe ich hier gerade noch irgendwo ein Loch gesehen. Müsste hier um die Ecke sein. Ja. Den Gegner wollte ich jetzt gar nicht erwischen, aber habe ich dann doch getan. Ich bin gerade länger auf dieser scheiß Ringstraße, als ich schon in manch anderem Dungeon war. Hm? Die Sarah-Fälle zum Beispiel. So, genau, hier ist das Loch. Mit Rahmenschwarzen Federn, gut. So allmählich sollte ich sie echt voll haben. Warte mal, ich habe gerade 28 plus 12 sind 40. Ja, und ich glaube 55. Brauche ich jetzt 55 oder 45? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel dann nach dem ersten Mal übrig waren, deswegen. Also ich sag mal, mein Ziel ist noch 15 zu sammeln und dann. Und dann sollte ich die Outfits hoffentlich bekommen, die ich schon die ganze Zeit haben will. I can still do better. So, jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt möchte ich langsam echt mal von dieser Höhenstraße runter. Ich gehe jetzt noch einmal hier am Rand lang. Guck, ob ich irgendwo noch was Tolles sehe. Mir ging es jetzt eigentlich gerade nur hauptsächlich darum, den Eiffelschatz zu finden, weil ich mir ziemlich sicher war, dass es hier wieder einen geben wird. Und wie man gesehen hat, gab es auch einen Eiffelschatz. Den habe ich jetzt gefunden. Und jetzt kann ich hier grob rübergehen. Hier ist auch nichts mehr. Alles klar, dann gehe ich jetzt durch den Teleport da drüben. Gerne. Ja, und dann soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, die nächste Map ist nicht schon wieder so riesig, der nordöstliche Bereich. Weil das wäre jetzt echt groß. Ja, natürlich. Einfach nochmal genauso groß. Wo geht's da hin? Ach, okay. Ja gut, meine Lieben, dann werde ich mich im nächsten Part nochmal auf der Lackitzim Höhenstraße umschauen. Ich mache es dann aber wirklich ein bisschen schneller. Also, ich werde versuchen, Kämpfe zu meiden oder so. Ich gehe einmal außen rum. Gehe dann einmal vielleicht so ein X durch die Mitte. Dann ganz kurz unten durch den Teleport, um da zu schauen, was da auf dieser oberen Plattform ist. Und dann ab nach Shandu. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao.